Jetzt teile ich euch mal die Pinterest-Wand. Pinterest-Wand, wie immer, starten wir mit Fotos, weil es halt wirklich auch wichtig ist, dass ich euch das zeige. Ich werde euch zu zeigen, was zurzeit sehr aktuell ist, was ich euch empfehlen werde. Ich habe nicht überall super viele Farben gefunden. Nichtsdestotrotz, alle diese Schuhe funktionieren auch mit Farben. Also es geht nicht darum, ob das jetzt in hellen Tönen dazu kombiniert ist oder ob ich knallige Töne dazu nimmt, aber ich zeige euch, welche Arten. Wir starten mit Shine. Also diese Saison ist Shine im Allgemeinen sehr, sehr aktuell. Egal, ob ihr solche Sternen habt, ob ihr Lederrock habt, wie ich hab, oder? Also so ein Lederrock oder ob ihr Pailletten nimmt oder auch an den Schuhen weiterhin viel, viel Shine. Also ihr wisst ja, Gold, Silber, aber auch andere Töne. In dieser Saison ist Silber ein bisschen stärker. Ich habe euch das schon mal gezeigt, neue Booties gekauft, die halt wirklich cool sind, so eine Jeans oder wie sie es jetzt da trägt, zu so einem Beige dazu, zu Jeans, zu Schwarz, aber auch mit diesem Rock, das ich jetzt trage, eine hautfarbige Schuhe, Strumpfhose, Entschuldigung, und diese Schuhe dazu, dann oben aber eher schlicht bleiben. Verschwindet teilweise, wenn ich Sachen hole. Natürlich Turnschuhen, dann im Winter einfach mit Socken spielen, dann Socken nehmen von den Hosen. Also ihr könnt ja von oben dann die Socken adoptieren. Oder ihr arbeitet wirklich mit Stiefeln, mit Ankelboots. Wenn ihr jetzt goldige habt, weiterhin tragen natürlich. Ich habe ja auch jetzt sogar goldige Sneakers gekauft. Wenn ihr jetzt in dieser Saison kauft, ist eher Silber ein bisschen mehr dabei und ihr seht jetzt auch so, wie cool, das ist jetzt eigentlich fast mein Schuh, wie cool, dass das aussieht. Oben schlicht, Jeans, dunkle Jacke, aber dieser Schuh macht es genau aus. Und ich kann euch wirklich sagen, wenn ich diese Schuhe trage, dann danke für das Kompliment für die Frisur. Wenn ich die Schuhe trage, dann bekomme ich immer Komplimente. Immer. Also, egal wo ich bin, sagen die Leute, wow, das sind coole Schuhe. Und das ist wirklich, mit diesem Schuh ist es gemacht. Also, Silber, Gold, weiterhin unbedingt. Man sieht es auch wirklich als Ankelboot, als Stiefel. Wer sich traut, unbedingt. Es gibt natürlich auch Mäntel, wo in Silber sind. Aber jetzt, wenn wir bei Schuhen bleiben, unbedingt weiterhin dieses Shine auch bei Schuhen. Also das lohnt sich sowieso, das wisst ihr ja, das erzähle ich euch immer. Das ist ja sehr zeitlos. Wenn wir weitergehen, sind zurzeit Overknees sehr aktuell. Overknees trägt man halt, entweder kauft man so die flache Overknees. Es gibt auch Stretch-Modelle. Ich habe mir jetzt in dieser Saison so ein Stretch-Modell von Copenhagen geleistet. Diese gibt es unter dem Knie oder oberhalb, also das Overknees. Sie sind halt sehr bequem, haben unten eine gute Sohle und haften am Fuß. Egal wie dicke und dünne Waden, das man hat, das sieht gut aus. Sie trägt jetzt eher ein bisschen ein lockerer, aber auch flach. Und ihr seht, wie das cool aussieht, einfach zu einem Strickpullover dazu, zu einem Kleid dazu. Man kann, wenn die Overknees weiter sind, kann man, und das hat man jetzt viel gesehen auf Modeschauen, auch die Hosen reintun. Jetzt ist es so, dass ich euch in letzten paar Saisons immer gesagt habe, die Jeans sind ja weiter und so weiter, aber vielleicht habt ihr im Schrank ja trotzdem irgendeine Leggings oder eine enge Jeans oder ein paar Hosen, die nicht so weit sind, dann könntet ihr es auch in Stiefel reintun. Das geht aber nur, wenn Stiefel oben wirklich weiter ist. Und da werdet ihr jetzt einige Beispiele sehen, weil das halt wirklich oft gezeigt worden ist. Was aber cool ist bei Overknees, ist halt mit Kleidern, mit Röcken. Da könnt ihr es wirklich mit Kleidern gut anziehen. Dann sieht man es halt einfach unter dem Kleid. Das ist jetzt natürlich mit einem langen Blazer, aber nichtsdestotrotz, dass ihr das einfach sehen könnt. Auch da seht ihr mit Kleidern, wenn sie jetzt läuft, sieht man das ein bisschen. Aber sonst ist
das einfach unter dem Kleid dazu. Wer sich traut, in dieser Saison ist ja halt, sind Miniröcke sehr aktuell, sind Shorts sehr aktuell. Das funktioniert mit blickdichten Strumpfhosen perfekt. Also das heißt, ihr könnt sie gut mit blickdichten Strumpfhosen anziehen und dann ein Short, ein Rock und ein Overnie dazu. Schaut mal jetzt die Kombination. Ich finde, die ist mega, mega cool. Bordeaux, und dann zieht sie es halt durch mit den Hosen, trägt oben ein Oversize-Blazer dazu und dann drunter alles in einem Ton. Sieht sehr elegant aus und wirklich halt sehr cool. Overnies hat es viel, ihr seht es auch in Farben, auch Ton in Ton kombiniert oder mit einer langen Bluse darunter. Ist etwas, das, wenn ihr das jetzt, vielleicht habt ihr auch im Schrank, wie ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja viele Stiefel noch im Schrank, man hat sie ja lange nicht getragen, ich habe nicht alle behalten, nur einige, aber ein paar Overnies habe ich dabei und eine habe ich mir jetzt gekauft, weil ich halt, meine Overnies hatten alle Absatz. Und sowas ist halt auch so super cool, wenn ihr unten halt bequem seid. Dann könnt ihr es einfach auch tagsüber sehr gut anziehen. Ihr seht auch, wenn man das anschaut, Ton in Ton, mit einem Teddymantel dazu, ein Overknee darunter, also alles so ein bisschen in eine Farbe. Sie spielt jetzt, glaube ich, nein, ist nur Overknee. Könntet auch mit Strumpfhosen spielen. Wenn ihr wirklich zum Beispiel Bordeaux-Overknees habt, könnt ihr Bordeaux-Strumpfhosen dazu anziehen. Auch da in Silber, sieht super lässig aus und das werdet ihr im Angebot viel sehen. Dann könnt ihr die Röcke halt super gut tragen im Winter, ohne dass ihr jetzt unbedingt mit Strumpfhosen spielt, sondern wirklich mit Overnies. Auch sowas. Natürlich braucht es noch einen Mantel dazu. Auch das muss man sich getrauen. Aber ja, also das geht auf jeden Fall wirklich gut. Dann gehe ich zu. Ich bleibe bei Stiefel, weil Stiefel sind wirklich sehr aktuell. Gibt auch übrigens viele in Animal Print. Also auch solche Stiefel werdet ihr sehen in Animal Print und wie kombiniert man sie genauso, wie sie das jetzt macht. Also unten ein Rock, dann diese Stiefel, oben ein Pullover. Jemand hat mir gesagt, ich habe ja vorletzte Woche meinen Paillettenrock getragen und dann zu einem Sweater dazu und unten auch Stiefel. Und dann hat jemand gesagt, ah, Sweater komme ich gar nicht dazu. Wie ihr es wisst, es ist wirklich wichtig, dass wir mit Pullover arbeiten, wenn wir Röcke tragen, sonst sieht das nicht gut aus. Also ganz wichtig, wenn ihr die Röcke trägt, dann dazu. Da seht ihr jetzt auch Stiefel, eben ob flach, ob hoch, man sieht viel Schlangenmuster, man sieht aber auch Farbe, wo sie jetzt kombiniert mit hellen Tönen. Wenn jetzt das jemand zu kurz ist, könnte man auch ein langes Satinkleid tragen, wo dann der Stiefel darunter kommt. Ihr werdet auch viele Stiefel sehen mit diesem spitzigen Absatz, zum Beispiel von Paris, Texas, sehr aktuell, auch sehr schön. Da ist eine sportlichere Version, so ein flacher Stiefel, hat jetzt Hermes ja auch dabei. Wenn jemand einen wirklich edlen will, gibt es natürlich aber in allen Varianten, auch in günstigeren Varianten, wo aber wirklich flach ist und wo man jetzt die Hosen halt im Winter, wie so die Strumpfhosen, aber ein bisschen dicker, mit langen Pullover oder langen Blusen trägt. Auch das kann eine gute Kombination sein. Wenn wir zurückkommen zu unseren Kleidern, seht ihr auch da tolles Strickkleid mit so einem Schuh dazu, passt super gut. Aber schaut auch das, auch ein gemusterter Rock dazu, eine Oversized-Jacke und darunter ein Schuh. Das könnt ihr alles auch mit flach machen. Ich habe ja vorher ein Animal Print mit Absatz und einen mit flach gezeigt. Im Moment sind viele Stiefel mit Absatz. Das ist wieder da, aber wenn ihr das nicht bequem findet, wenn ihr das nicht macht, macht das gleich einfach mit flach. Auch da eine Hose, wo nicht ganz so eng ist, aber der Stiefel ist nicht so eng, da kann sie es reintun, ein Schal darüber, ein Mantel, sieht super angezogen aus. Das ist jetzt so was, was ich jetzt im Moment sehr viel trage, ein Shorts, ein Oversize Blazer dazu, ein flacher Schuh. Habe ich sehr gerne, sieht trotzdem ein bisschen sexy aus, aber nicht zu viel. Da sehen wir es wieder mit Kleid, darunter ein Stiefel. Sieht super aus. Stiefel hat es halt viele im Moment. Und ich will euch einfach zeigen, wie man das im Winter trägt. Aber vielleicht habt ihr auch Kleider, die nicht so, die vom Sommer sind, die vielleicht Kurzarm haben oder so. Könnt ihr es mit Lederjacke darüber anziehen und unter ein Stiefel. Oder ihr trägt es wirklich alles Ton in Ton.
Ob mit Strickröcken, ob mit sonstigen, viele Satinkleider gibt es im Moment. Und ich habe es jetzt lustigerweise vielen, auch diesen Pullover habe ich einigen Kundinnen verkauft und genauso am Schluss auch mir gekauft, weil ich ihn toll finde. Und da gibt es bei Allsense viele solche Kleider. He? Also wenn jemand solche Kleider mag, Allsense verkauft solche Kleider, könnt ihr es mit Bläser tragen, mit Pullover tragen, unten mit Stiefel. Das ist so diese Silhouette, die man zurzeit sehr viel sieht. Aber auch da so ein Strickrock dazu mit einem farbigen Stiefel und oben eine Bomberjacke. Bomberjacke ja sehr aktuell gerade. Und da seht ihr es, jetzt sieht man, ja, man sieht es auch da Ton in Ton. Ein Strickpullover oder ein Strickkleid ist es eher ein feiner mit einem Gurt und unter ein Stiefel dazu. Das sind die Kombinationen, die wir zurzeit sehr viel sehen. Oder unten eine Farbe bleiben und oben mit hell spielen. Das ist das, was ich zurzeit wirklich, weil ich habe ja nicht nur Laufstegmode gesucht, sondern auch solche, die ihr wirklich im Alltag tragen könnt. Und das sind die, die ich viel gesehen habe. Weiter geht's mit Biker-Boots. Die sind sehr stark zurzeit. Biker-Boots, was sind Biker-Boots? Solche Boots. Die können ein bisschen rockiger sein oder ein bisschen feiner sein. Beides geht. Also da könnt ihr spielen, wie rockig das die sind. Aber solche Biker-Boots gibt's viele und auch die trägt man zu vielen Röcken, zu vielen Kleidern oder teilweise auch Hosen dazu. Ich habe es jetzt da viel mit Röcken kombiniert. Eben ein Kleid, ein Blazer dazu und dann ein Biker-Boot. Die sind halt toll, weil sie sind flach, sie sind bequem. Das funktioniert auch beim Regen. Ein Plisserock, Pullover oben, Lederjacke, ein Biker-Boot dazu. Das sind Kombinationen, die auch bequem sind und die wirklich gut funktionieren. Oder wenn jemand mag, auch mit Socken spielen, hat man viel gesehen, ein Rock, ein Socken, das muss man mögen. Auch vom Styling würde ich oben dann eher mit Pullover spielen, also so in diesem sportlichen Bereich bleiben. Und dann geht das mit Biker-Boot wirklich super dazu. Da könnt ihr auch, weil die sind ja weit, da kann man auch wirklich mit Hosen drin, auch das funktioniert. Gut, jetzt muss ich irgendwie zurück. So, dann gibt es Kitty-Absatz. Kitty-Absatz sind diese feine, klein, also feine oder mittelfeine, aber kleine bis 6 cm Absätze. Die sind halt sehr bequem. Das ist eine Alternative, wenn jemand sagt, ich mag gar keine Absätze, aber ich will trotzdem etwas haben, sind viele Kitty-Absätze im Angebot. Ihr seht auch da ist wirklich sehr, sehr ein feiner. Also der ist so 3, 3, 4 Zentimeter, aber es gibt trotzdem Absatz. Was im Moment auch da ist, alle Stiefel sind eher weit. Das ist vom Vorteil für alle die, die ein bisschen breiteren Waden haben, geht aber auch für die, die es nicht haben. Weil es soll ja so sein, dass man das Bein sieht, wenn es rauskommt, dass es nicht gleich breit ist. Es soll ja da locker sitzen. Und wenn jetzt aber jemand eher ein bisschen eine breitere Waden hat, geht's ja auch noch. Was nicht geht, ist, wenn jemand breite Oberschenkel hat, dann würde ich nicht die weite Stiefel empfehlen, da würde ich eher die enge empfehlen, weil sonst ist das Problem, dass unten weit ist und oben auch weit ist, dann ma macht es eher ein bisschen breit. Und da werdet ihr jetzt in verschiedensten Modellen sehen, ebenso die Fe alle Schuhe sind im Moment spitzig. Und viele kleine Absätze, was natürlich toll ist, weil man halt dann den ganzen Tag die auch tragen kann. Aber es ist trotzdem eine Entscheidung, will ich überhaupt Absätze oder nicht. Deshalb habt ihr auch die Biker-Boots oder die flachen Stiefel, wo ihr tragen könnt. Die kommen dann zu sportlichen Modellen. Aber ihr seht, dass dort trotzdem die Schuhe in dieser Saison eher angezogen sind. Also die sind nicht ganz, ganz so sportlich. Also die sind wie so ein bisschen spitziger, ein bisschen angezogener, eher ein bisschen eleganter. Auch das sieht super gut aus. Also Jeans ist ja nicht ganz so eng, aber dadurch, dass der Stiefel nicht eng ist, kann sie es auch reintun. Oben einen tollen Pullover, super tolle Kombination. Das gleiche geht auch, wenn ihr es mit Jeans und Blazer macht. Auch das geht ganz gut. Oder halt auch mit einem Kleid. Da ist es natürlich, mit einem Rock, da ist es natürlich wichtig, dass die Rocklänge
so ungefähr entweder oberhalb vom Stiefel ist oder dann ganz viel länger. Weil sonst sieht es nicht gut aus. Also entweder ist es länger, dann sieht man den Stiefel gar nicht, der Abschluss. Dann würde ich eher ein bisschen schmälere Stiefel wählen. Oder was ihr machen könnt, wenn der Rock jetzt so genauso aufhört wie der Stiefel, dann sieht man den Stiefel und dann sieht auch super aus mit einem Pullover. Was haben wir da noch? Kleider, auch das toll. Da hat jetzt, glaube ich, eher Ankle-Boot dazu. Sieht man ein bisschen Haut, aber auch kleiner Absatz. Zieht es durch mit der Farbe. Deshalb geht das auch gut, weil es macht längeres Bein darunter. Da haben wir es noch in Bordeaux. Also ihr seht, da hat es ja x-fache Variationen, die man gut kombinieren kann. Wenn es jemand mag, dann ein bisschen die Beine zeigen. Auch da könnte man so mit Socken darunter spielen. Wie gesagt, egal ob Absatz oder flach, das geht bei beidem. Da zeige ich es einfach nochmals mit dieser Barre und unten mit diesen Schlangenstiefel. Ja, aber da habt ihr ja viele, viele Modelle. Da seht ihr auch, es kann natürlich auch dadurch, dass die Jeans ja weit sind zum Teil unten, dass wir das seit längerem tragen wir ja unten weit, könnt ihr sie auch darunter anziehen. Dann ist da jetzt ein Stiefel darunter, gibt schön warm und trotzdem sieht es zur Kombination perfekt aus. Auch bei weiten Hosen. Alle Schuhe sind zurzeit eher spitzig. Wenn jemand Hallux hat und das wehtut, dann nimmt ihr einfach ein bisschen runder. Das macht ja kein Problem, aber nimmt eher schlichtere Modelle mit entweder ein wenig Absatz oder halt dann auch flach. Aber ihr seht, Schuhe sind sehr angezogen. Da jetzt mit einer Daunenjacke, ein Rock und unten der Stiefel. Also ihr seht, in dieser Saison sind viele, viele schicke Schuhe oder viele schicke Stiefel im Angebot. Wir kommen jetzt noch zu sportlichen Modellen, wenn ich da zurück kann. Sporty Boots. Also für alle die sagen, ja, das ist ja alles gut, aber ich will es ein bisschen sportlicher und bequemer, dann gibt es schon auch die Sporty Boots. Die sind sehr ähnlich wie die, wo ich euch jetzt hier gezeigt habe. Entschuldigung, wie die hier. Oder wie sowas. Oder sowas. Es gibt schon auch, die sind wirklich unten eher flach, dann auch ein bisschen runder. Also diese Kombination, da seht ihr auch, die trägt sie jetzt so mit Schnürer vorn. Eher ein bisschen höher mit einem Rock und Blazer. Das funktioniert nur, wenn jemand wirklich schlanke Beine hat. Das hier aber funktioniert bei allen Figuren. Das heißt, sie zieht eine Farbe durch und unten spielt sie mit einer anderen Farbe. Das macht aber nicht halt größer und schlanker, he? Aber sieht trotzdem super aus mit dieser Jacke, mit dieser Kappe, wenn es kalt ist und mit einem Schuhen quasi Taschen kombiniert. Dann das gleiche geht auch, wenn ihr lange Röcke trägt. Auch da seht ihr so einen Schnürschuh oder einen zum Reinschlüpfen, funktioniert gut. Man sieht ja gar nicht, ob sie jetzt Strumpfhosen trägt oder nicht. Ihr könnt Strumpfhosen immer tragen, wenn es kalt ist. Lange oder halblange Röcke gehen. Auch sowas, Rock, oh, Entschuldigung, Rock mit Pullover und eine so ein Schuh dazu und dann darüber ein Mantel. Und ihr seht, das sind alles bequeme Kombinationen, die super gut funktionieren. Eine weitere Hose, die sie nur so halb, wie wir es machen vorne beim Bund, halb rein tut und dann draußen lässt, damit das nicht so reingeschöpft aussieht. Ein Pullover über die Schultern, auch das ist toll. Da haben wir auch etwas Ähnliches. Da spielt sie nicht mit dem Schuh, also mit den Schuhen mit Animal Print, sondern oben und unten einfach schwarz. Und die Hosen hat sie jetzt reingetan. Ein Pullover vorne ein bisschen reingeschöpft. Auch das ist eine tolle Kombination. Das Gleiche funktioniert auch, wenn man Pullover im Winter draußen lässt und dann Rock oder Hose halt darunter trägt. Das kürzt ein bisschen unser Körper, aber jetzt in Kombination wie hier, wo diese Hose oder Rock halt sehr schön am Schwingen ist, funktioniert es gut. Und da funktionieren solche Schuhe halt super, weil da braucht ihr nicht zu überlegen, was habe ich jetzt wirklich für Strumpfhosen und was ziehe ich an. Da geht es mit
Jetzt, wenn es so kalt wird und so nass wird, dann geht es halt nicht ganz so gut mit Turnschuhen. Dann ist es schon wichtig, dass der Schuh unten halt das Outfit auch abschließt und dass wir nicht nasse Füße haben. Da etwas Ähnliches, wie ich euch vorher gezeigt habe, einfach in flacher Version und da eine Jeans dazu, halt eine Statement-Tasche, ein Mantel und unten einfach weitergezogen mit einem schwarzen Schuh. Da ist es ein bisschen schicker, weil es aus Lack ist und so Schnüre aus Lack, aber es würde funktionieren auch mit einem, also einem normalen Leder. Trotzdem seht ihr jetzt da einen Rock, ein Pullover, so eine kürzere Jacke dazu und so einen Schnürer. Und das Outfit ist perfekt abgerundet. Kommen immer noch Leute rein. So, dann gehen wir zurück zu so eine Kombi. Auch da könnt ihr sehen, wieder die Hosen ein bisschen reingetan, weil wenn es jetzt so eine hellere Hose ist im Winter und es regnet draußen, es ist wirklich halt sehr nicht wirklich so schönes Wetter, hilft das natürlich. Jacke, Hose in einem Ton, aber Schuhen mit Pullover kombiniert oder sowas, wieder mit Röcken, Schuhen, Pullover, eine Kette dazu. Also ihr seht, es sind ganz viele tolle Kombinationen, wo man wirklich super aussieht und trotzdem auch bei Regen oder bei Schnee gut unterwegs ist. Natürlich kann man mit unterschiedlichen Röcken spielen. Auch da funktionieren die Schuhe. Oben mit Blazer oder mit einer Bomberjacke, mit einer Lederjacke. Super kombiniert. Da haben wir es jetzt mit so einem Stiefel, was ich euch gezeigt habe. Das ist jetzt ein Prada-Mantel unten mit Rot und rote Tasche. Finde die Kombi auch noch toll. Und was auch noch viel im Moment ist, sind so die weiteren Jacken, wo ein bisschen angedeutet sind, als wären sie aus Daunen, sind aber nicht Daunen, sind so Steppjacken. Die gehen auch gut zu Röcken oder zu Pullovern, zu Kleidern. Sieht gut aus, weil sie nicht ganz so lang und auf der Seite haben sie so ein bisschen abgerundet. Da sind mit sportlichen Kombinationen, ihr seht, es sind viele Schuhe schwarz. Schwarz ist ja wieder zurück in dieser Saison. Das ist wirklich so. Scheut euch aber nicht, wenn ihr jetzt im Kleiderschrank eine andere Farbe habt und ihr habt jetzt zu euren Kleidern, dass ihr im Schrank habt, andere Farben, dann trägt diese auch. Ich zeige euch einfach, was ist aktuell, und was könnt ihr tragen. Dann, was dazu kommt, Ja. dann ja. Hallo? Hallo? Hört ihr Ja, mich? jetzt ist wieder gut. Ja, jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Jetzt ist War das gut. jetzt nur cool? Okay, super, vielen Dank. Es ist einfach gegangen. Okay, danke fürs Sagen. Respekt und so. Habt ihr aber bis am Schluss gehört, was ich gesagt habe? Oder war das jetzt nur kurz? Gut. Okay, super. Ich Dann, habe was, gesprochen. danke zu sagen. Was ihr nicht diese Saison, was wirklich nicht fehlen darf, sind Cowboy-Stiefel. Und ihr wisst, dass ich ja Cowboy-Stiefel eh liebe, weil ich finde wirklich, die können die Outfits perfekt abrunden. Ich habe ja so einen von Elena Jacki. Die findet ihr auch immer, die sind super, super bequem und die passen immer und zu allem. Aber Cowboy-Stiefel werdet ihr jetzt bei vielen Anbietern finden und die gibt es natürlich auch in feineren Formen, wie zum Beispiel hier. So ein einfach angedeutet als ein Cowboy-Stiefel, aber eher eleganter, wo auch gut zu verkürzte Hose geht oder zum Beispiel sowas zu einem Rock, wo wirklich halt als Cowboy-Stiefel ist oder so etwas, wo man halt die Hosen reintun kann, oben ganz schlicht bleibt und unten mit dem Schuh spielt oder sowas jetzt mit Leder, Leder, ja, sie spielt jetzt mit Weiß unten, ergänzt es mit dem T-Shirt und darüber mit einem Mantel oder zum Beispiel so, wo es auch, wie ihr könnt sehen, es ist nur angedeutet als Cowboy, also wie dieser Abschluss unten, aber es ist ein Enkelboot, sieht halt, es gibt so diese rockige Note dazu. Sie spielt jetzt mit einem langen Strickmantel, sonst nur schwarz, aber halt dieser Schuh dazu. Und da habt ihr jetzt fast bei allen Anbietern. Ich habe es jetzt gerade gestern war ich im
Globus unterwegs und da habe ich gesehen, dass sie bei Chloe liebe ich als Marke und die haben es jetzt auch wieder alle in diese Richtung. Auch damit mit Röcken kombiniert oder so, wo man die Hosen auch reintun kann. Auch die so angedeutet als Cowboystiefel. Da natürlich ein richtig. Aber Cowboystiefel sieht man wirklich viele. Ob elegantere Versionen, ob eher so die, wo ich euch gezeigt habe, mit Muster drin, beides geht. Die sind natürlich eher, wenn ihr etwas Schlichtes trägt, dann die dazu, dann gibt das gleich so einen Wow-Effekt zum Outfit. Wenn es einfacher gehen soll zum Kombinieren, dann sind wahrscheinlich die schlichtere Farben einfacher. Das ist jetzt ein bisschen reingerutscht, das sind Stiefel, sorry. Da haben wir noch was. Genau, auch eine Jeans dazu, oben mit Bläser, unten mit Cowboy-Stiefel. Auch sowas in hell geht gut mit Jeans, funktioniert aber natürlich auch gut mit Röcken. Da seht ihr es, wenn ihr solche kombiniert, könnt ihr es mit Kleidern, mit Röcken, mit verkürzten Hosen. Es geht zu allem gut. Ihr könnt auch was nehmen. Das ist jetzt von Isabel Maro, ich habe die auch schon sehr, sehr lange. Die hat ja auch solche Abschlüsse unten. Also ihr könnt hier auch nur so ein bisschen angedeutet nehmen oder schauen, die habe ich ja in zwei Farben. Das ist jetzt hier bei Chloe. Sowas, hä? Wo auch gut geht, weil das ist halt nicht so ganz ein feiner oder ganz ein schlichter Schuh, sondern hat so diese leichte Cowboy-Note. Für die, die es halt mögen, so extravaganten, geht es natürlich auch sowas, wo man mit Braun gut kombinieren kann. Da haben wir auch etwas in Hell, wo sie es wirklich durchzieht mit ihrem Overall. Cowboy-Stiefel, sehr aktuell. Wenn ihr eher hellen Tönen nimmt oder auch Velour nimmt, könnt ihr es nicht anziehen, wenn es ganz so nass ist, aber ihr könntet es im Frühjahr auch wieder tragen. Und dann, was auch aktuell ist, wo ihr gut tragen könnt, auch wirklich zu eurem Outfit, sind so die Schuhe, wo aussehen, als würdet ihr auf die Piste gehen. Ich habe euch vorher auch sowas gezeigt bei mir. Das ist jetzt, glaube ich, ja, ist auch sie bei Chloe, die finde ich halt noch gut. Kann man gut zu einem Rock, zu einer Hose anziehen. Vor allem, wenn es draußen nass und regnerisch und irgendwie rutschig ist, kann man wirklich die anziehen, die unten sehr eine gute Sohle haben. Sieht es auch, wenn ihr könnt, mit der Farbe weiter wie sie, weil dann ist es trotz diesem Klobigen, bleibt es halt fein mit der Farbe. Auch kombinierbar mit, also diese Yankees oder Moonboots, viel kombiniert, wirklich viel gezeigt bei allen Brands. Also ihr könnt das mit ruhigem Gewissen tragen, auch zu Röcken oder zu eleganteren Kombinationen. Und da bei dem Janicki heißt es hier, genau, die gibt es wirklich auch sehr elegant. In einem Braun, in einem Beige. Und dann halt alles in einem Ton durchgezogen, dann wirkt es ein bisschen eleganter. Wenn ihr jetzt sowas macht, ist es natürlich sportlich, aber sie hat jetzt die weite Hose und trägt die Schuhe. Das sage ich euch einfach, dass ihr das wisst. Das ist wirklich im Moment gezeigt worden, sogar so mit Bläser. Also sehr aktuell gerade und viele Brands haben das gezeigt. Und die gibt es natürlich feiner oder klobiger. Auch die feineren Modelle sind sehr gut. Dann friert ihr nicht. Könnt natürlich im Büro auch eure Schuhe wieder wechseln. Aber ihr könnt auch sowas mit ein bisschen einem klobigeren Schuh wirklich auch im Alltag tragen und wisst, ihr seid recht trendig unterwegs. Ob ihr es in hellen Tönen nimmt, viel einfacher zum Kombinieren sind die kurzen, also nicht die ganz hohen, die kurzen. Und das sieht man ja in den Bergen, wenn man in den Bergen unterwegs ist, sieht man das ja ganz viel, dass oben Frauen ein Kleid tragen und dann Strumpfhosen und unten die Schuhe. Die sind jetzt aber auch wirklich bei allen Brands gezeigt worden. Fast so ein bisschen auch ein Wanderschuh oder ein Pistenschuh dazu zu alltäglichen Outfits, weil eben dieses, es ist nass und grusig, ich will nicht nasse Füße haben, da berücksichtigt wird. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich habe alles gezeigt und wir sind
3 Minuten über die Zeit. Ich schaue noch schnell Fragen, weil ich habe gesehen, es hat ein paar Fragen gegeben. Wenn jemand gehen muss, danke vielmals. Entschuldigung, dass ich ein bisschen länger hatte. Es ist halt ein wichtiges Thema. Was mache ich, wenn ich keine Beine wie eine Gazellen habe? Jemand kürzere Beine hat, dann bitte nicht hohen Stiefel tragen. Keine Overknees und keine zu hohen Stiefel. Eher Ankleboots oder so diese bis zum Waden. Weil dann kannst du immer nur deine Beine länger machen lassen. Da hilft auch spitzigen Schuh. Das hilft bei kürzeren Beinen, es verlängert die Beine oder Ton in Ton spielen. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Heute ist es wirklich komisch. Und dann hat es noch eine Frage, wie sieht es aus mit den Sneakers, mit Plateausohle, wenn es trocken ist und nicht ganz so kalt draußen ist? Ja, hat man viel gesehen, kann man gut machen. Da spielt ihr einfach mit Strumpfhosen oder mit Socken darunter, wenn ihr Hosen trägt, weil ihr könnt ja nicht ohne Socken gehen. Aber das geht auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt viel mitnehmen können und ihr könnt mit warmen Füßen und modisch unterwegs in den Winter rein. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Kombinieren und hoffentlich bis am 12. Dezember und sonst im neuen Jahr. Tschüss. Oh, danke. Ciao zusammen.